Herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. Wieder mit der wundervollen Sophia, inklusive Hut. Und wir spielen jetzt einfach mal weiter. Und dem Dennis. Dem Dennis natürlich. Ja. Blauer Rayman. Wo ist der rote Globox? Da ist er. Nein! Warte, ich muss meinen Globox jetzt wiederfinden. Da. Ey, der sieht so lasziv aus, wie er da liegt. Ja, schon wie hier in Titanic. Draw me like one of your French girls. So. Toad so, wo Story. Waren wir? Wir waren in Toad Story. Hatten wir die jetzt schon durch? Nein, ich glaube, wir hatten ja gerätselt, warum am Ende dieses Musiklevel scheinbar schon... Ich kann dich jetzt gerade nicht einholen, aber renn mal ruhig vor. ...schon fertig ist und wir sind jetzt hier... Ah, hier, guck mal, das hatten wir noch gar nicht. Oh, dann waren wir eben gar nicht. Dann, hä? Wo waren wir dann? Wir waren irgendwo anders. Aber das hier ist richtig. Ja, na gut, dann machen wir da wohl alles weiter. Klar. Okay. Das sieht auch nach einem fast vor Endboss-Level aus. Zack. Yeah. Oh, okay, das sieht aus, als müssten wir... Müssen wir wieder fliehen? Ja. Fliegen und schießen. Oh, ich liebe Fliegen und schießen ist fast wie Looten und Leveln, nur nicht ganz so cool. Und natürlich immer alles abchecken, oben, unten alles. Oh, ich bin... Ja, Frau Katz, das ist eines der Level, in denen wir... Ach, wir sind hier unter Zeitdruck. Genau. Ich mag Zeitdruck normalerweise. Oh, ich weiß noch bei Prince of Persia, als man vor diesem Dahaka-Vieh fliegen musste. Oh, guck mal, Öl. Oh. Mal ein bisschen WD-40 raus. Und dann geht's voll ab. Ne? Jetzt macht er einen auf Dr. Octopus. Hä? Wer hat sich das denn angezogen? Irgendein Böse. Monster. Oh! Er macht mir ein bisschen Angst, der Froschkönig. Der schießt mit Raketen. Krass. Aber schöne Rüstung. Ah. Oh, ich glaube, den sehen wir gleich wieder. Ich muss auf die andere Seite. Rette mich. Hast du. Oh, ich habe okay, man muss die ganzen Rüstungsteile abschießen. Okay. Ja, und jetzt kommt er bestimmt wieder auf die andere. Was ist ihm noch geblieben? Der Gürtel, glaube ich, ne? Ah! Mann, jetzt hat er gar nichts mehr an. Wo bin ich? Ich habe den totalen Überblick verloren. Der hat so eine Blase um sich gehabt und mit der hat er uns irgendwie zerdrückt. Wir müssen weiter runter. Ich finde oh. Die... Oh, ein kleiner. Okay. Oh, mein Globox, hör doch mal auf. Ich muss weiter runter. Da. Wie steuert man den denn am besten? Immer nur mit hoch und runter, ne? Wen denn? Ja, unsere Charaktere, also... Ja, ich... Wie mit hoch und runter? Ich versuche mit Fliegen halt oder mit... Oh, das war jetzt gerade sehr... Vielleicht müssen wir dem hier einfach ausweichen. Ja, das glaube ich auch, aber da müssen wir uns auch gleichzeitig um diese Feuerbälle kümmern. Die können wir Gott sei Dank mit unserer super Faust immer dann abwehren. Ja. So, guck, jetzt hat er auch so eine Blase um sich. Haben wir die letzte Mal zerschossen, also hier jetzt? Ach, Tatsache, wir müssen die Blase zerschießen. So, und jetzt... Schnell auf die andere Seite. Ich finde es so ungewohnt, dass wenn du halt schießt, dass du dann auf der gleichen Höhe bleibst. Oh, weg mit euch. Chased by missiles. Da komme ich gerade voll in die... So, und jetzt müssen wir hier... Jetzt gehe ich mich verstecken. Und du gehst sterben. Alter, der hat's auf mich abgesehen. Oh nein. So. Sehr gut, Dennis. Da hast du's. Nicht mit uns. Da hast du's. Nicht mit Jungs. Das sind echte Bengel. Richtig. Was hat diesen kleinen Ding dazu gebracht, so böse zu werden? Das sind doch eigentlich so friedliebende... Gott, nee, hier müssen... aufladen den Schlag. Und... Bam! Zack, gib ihm richtig. Wo fliegt er hin? Wieso sehen unsere Sternbilder nicht auch so cool aus? Zum Beispiel das fliegende Schweinchen. Guck mal, er ist in den Arsch vom Schwein gelandet. Im Arsch vom Schwein. Ach, da ist ja schon der andere aus dem ersten Level. Jetzt kommt der nächste. Das ist schon... Sehr musikalische Teufels-Außerirdische. Meinst du, in der Hölle ist es wirklich so schön?
Ich glaube nicht, dass es die Hölle ist. Aber die haben Hörnchen. Das ist vielleicht die Kleindingshölle. Ich hatte heute Morgen auch ein Hörnchen. Da war Nutella drin. Was sagt man dazu? Ich mag halt Hörnchen. So Blätterteighörnchen ist voll lecker. Dennis steht auf Hörnchen. Ach, oh, oh Gott. Oh. Was, sowas lernt man halt hier von euch, ne? Von, was heißt denn von euch? Guck mal, ein weiteres Musiklevel. Orchestral Chaos. Wie, wie geht's da denn so? Ich bin gespannt. Beim ersten Level war ja hier Black Betty, wurde ja gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und jetzt hier. Warte, warte, da, ich muss irgendwas. Einfach nur rennen und wir müssen jetzt. Ich habe mich genau im richtigen Moment wiederbelebt, direkt über der Schlucht. Ja? Dann ist so schlecht, bist du gar nicht. Okay. Sagst du nicht sterben. Bitte unterlass Warte jetzt! Nein. Könntest du das kurz zu Teamplay machen, das Spiel? Nee. Team. Wir müssen doch hier schnell durch, oder nicht? Der Bildschirm bewegt sich doch von allein, oder nicht? Ja, guck mal, du bist jetzt. Nee. Wenn Nur wir jetzt weil anfangen? Du so schnell bist. Doch! Ja, 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 ja. Mir die Schuld geben. Das muss jetzt ein Sprung. Nein. Nein. Dun, 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 dun. Ich mag musst du das. Mir? Jetzt musst du mich schlagen. Genau. Tschüss. Ah ja. Kennst du das Musikstück? Nein. Du bist auch gerade ein bisschen konzentriert, ne? Ja. Klassische Musik ist nicht so meins. Auch keine Soundtracks? Nee. Ich mochte den Soundtrack aus Star Wars Episode 1. Das war auch fast das einzig Gute an dem Film. Blümchen! Okay. Tanzen die kleinen Links Action. Das war jetzt nicht so spannend wie das erste Musiklevel, muss wie ich sagen. Wie war das erste Musiklevel? Das war halt so rockig. Das ist noch eher mein Ding. Das war so ein bisschen dann was für mich. Dann ist jetzt alles wieder fair. Okay. Ich glaube, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Ich glaube auch. Oder? Ja, so, eins, zwei von dreien. Da ja, das geht schon. Amazing. Lucky Tickets. Ah, oh, rubbellose. Wie sind wir denn jetzt sieben? Haben wir vorhin schon zwei gehabt? Nee, weiß nicht. Oh, oh, die sieht ja niedlich aus. Schön Duckface Girl. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja. Du wolltest eigentlich rubbeln. Wie kommt man dann jetzt hier? Jetzt. So. Oh, da habe ich zu schnell weggeklickt. Mhm. Macht nichts. Nochmal. So, was gibt's diesmal? Noch mehr Origins-Level. A painting. So ein Artwork, oder wie? Nee, oder? Ich glaube, das sind wirklich die Level aus dem vorigen Spiel. Okay. Weil Gemälde sind das ja alle, wo wir reinspringen, ne? 1000 Blumen ist auch nicht schlecht. Was war denn die Story? Ach so, genau, stimmt. Im dritten Teil wurden diese süßen kleinen Blumen immer zu bösen schwarzen Blumen. Okay. Dann musste man die natürlich retten. Das war süß. Immer noch 3 Stück. Oh Mann, wir waren super fleißig. Oh, es gibt eine Kreatur, oder? Ja, denke ich auch. Gibt's auch manchmal Verliererlose oder gibt's nur Gewinnerlose? Ich glaube, hier sind wir alle immer nur Gewinner. Oh ja, Waldorfschulen-Style. Nichts gegen Waldorfschulen, versteht sich. Ich glaube, ich kenne nur einen Menschen, der da war. Echt? Bei mir waren an der Uni voll viele Waldorfschüler, aber die haben gemeint, das mit Namen tanzen ist da gar nicht mehr so krass. Ach, das ist so.
Das sind lustige Vorurteile für die Normalbürger. Die guten Stereotypen. Ja, was wären wir ohne sie? Guck mal, ein Blumenkohlkopf. Was ist das denn? Ich finde den mit den drei Augen immer noch am hübschesten. Wo denn? Hier, den lilanen. Wo ist er denn da? Der mit den drei Augen. Oh. Zack. Ey, hier, Piggy McPixen, der ist auch cool. Und guck mal, das Schwein hat eine Fliege. Ist das nicht verrückt? Ja. Angry Piglet. Oh Mann. Alter, Dennis, was für ein gekonnter Sprung. In der Schüssel. Ist halt viel zu geübt schon. Na, geht so. Aber ich mag Jump'n'Runs einfach. Guck mal hier, Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr sportlich. Sehr Guck sportlich. Guck mal, jeden cool. Rettungsring kannst du dann zählen. Ja. 1, 2. Okay, nächstes Level. Oh, das sieht toll aus. Fiesta de los Muertos. Oh, das ist toll. Eieieiei. So machen die doch immer. Echt? Stereotypen. Oh, guck mal, da haben wir wieder ein Level mit unserem kleingrünen Dingens. Zensur à la Rayman, what the duck? Hast du es gelesen? Ja. Okay. Hä? Oh ja! Was zum? Ah ja! Warum? Oh, guck mal, die Ente kann den Kopf noch verteilen. Wie toll ist das, oh, bitte? Oh, ich kenne eine Freundin von mir, steht voll auf Enten. Ja. Und sie wird sich so wegschmeißen, wenn sie das sieht. Vor allem, weil die auch quaken. Die ganze Zeit, wenn man die... Sie machen die ganze Zeit... Oh yeah, unser bester Chaos. Freund. Du hast es jetzt aber mittlerweile verstanden, wie es funktioniert, ne? Einer muss B drücken, aber keiner weiß wer. Oh, Unsichtbare. Ach so, guck mal, wenn jetzt... Es ist ein Kuchenlevel. Ja, Kuchen. Und so, schwupps. Weiter ab, jetzt höre ich nichts mehr. Jemand hat Kuchen gesagt. Ja, ich kriege so ein bisschen. Oh ja. Achso, ist das... Ach, guck mal, wenn man den gedrückt hält, dann macht er praktisch die Wege frei. Oder wie... Ich bin ein ja, wenig... Ja, der frisst das halt weg so. Ach, cool. Nein. Oh, Gott sei Dank. Aber wieso... Warum? Ich werde... Hilfe! Oh, ich Hilfe, bin Hilfe, 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 Hilfe! Ja, ich ernte gerade. Ja, ich bin eingeschlossen. Ich verstehe es nicht. Es gibt er Zeit. Er folgt uns. Also er kommt mit uns mit und arbeitet sich da vor, wo wir gerade auch am Start sind. Es gibt Zeiten, in denen dieses Spiel mich einfach grundlegend verwirrt. Das ist schön. Und überfordert. Echt? Ja, also ich bin... Sind wir jetzt gestorben, oder? Ja. Nee, ich will jetzt hier noch den roten Blumen wieder einsammeln. Wieso nicht? Irgendwie. Es sind einfach zu viele Farben. Ich habe aber auch. Und das nächste Rayman wird in Schwarz-Weiß gemacht. So ein Film Noir Rayman, das wäre natürlich auch. Boah, cool. Das hätte schon Stil, aber dann auch in 3D. Nee, ich find, das hier passt. Aber kann ich. Guck mal jetzt. Das ist halt total wie das Ursprungs-Rayman, aber... Wo bin ich denn schon wieder hier? Wo bist du denn wieder? Ich will da oben rauf, weil ich... Ich versuche auch gerade da oben rauf zu kommen, aber es ist gar nicht so... Ja, du musst aufhören, es zu fressen, weil wenn das zu wächst, dann komme ich da auch vielleicht wieder rauf. Warte kurz, geh mal bitte nicht weiter vor. Wo bist du denn jetzt? Hier oben. Ach so. Ich will, dass das alles komplett zuwächst. Ah, das geht nicht weiter zu. Na gut, das macht natürlich alles etwas komplizierter. Jetzt musst du wieder hier runterkommen. Ah, das geht natürlich jetzt nicht. Na gut. Aber er frisst das jetzt alles durch. Und jetzt müssen wir warten, bis das wieder zuwächst. Und dann können wir da klettern. Ja, aber warte. Jetzt den hier. So. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Nein, was ich sagen wollte, warum ich das nicht sehe. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ich Call of Duty spiele. Das also, ist dir zu bunt. Nee, ich sehe das dann einfach nicht mehr, manche Sachen. Oh, jetzt müssen wir das Ding irgendwie hochkommen, oder? Jetzt darfst du nicht B drücken, weil, ja... Kommt das denn automatisch wieder hoch? Sieht nicht so aus. Ich glaube, das war jetzt einmalig. Hm. Oh, jetzt können wir die nicht mehr retten. Na gut. Ey, hör auf, B zu drücken. Ich hab's doch jetzt... Du hast jetzt B gedrückt wieder. Ich wollte es doch retten. Ja. Können wir das Level neu starten? Wir sind so schlecht. Nein, wir müssen mit der Schande leben. Nein, nicht B drücken. Jetzt aber. Nein!
Doch! Natürlich, damit wir die kriegen. Warum denn nicht? Ja, ich dachte, das Ding von da oben fällt dann runter. Nee, also ich hab manchmal einfach bei Call of Duty, auch wenn das diese... Wenn jetzt müssen wir es runterfällt, müssen wir es im Flug. Oh fuck, warte, nein, ich mach das richtig gut. Warte. Okay. Dann verschwimmt einfach alles. Ich sehe dann auch manchmal einfach gar keine Gegner. Ich laufe durch das Level und auf einmal wundere ich mich, wo die Gegner herkommen. Ich habe das bei League of Legends, wenn da 10 Leute irgendwie auf einem flexen, dann verstehe ich überhaupt nicht mehr, was vor sich geht. Das ist mir dann auch zu bunt, ich verstehe dann noch nicht mehr, wer was macht. Geheimnis. Oh ja, wie bist du da hochgekommen? Ja, mit Skill. Was für eine Frage. Oh mein Gott, was zum Teufel? Ah ne, ach guck mal, wir müssen jetzt praktisch... Ne, das war zu früh. Ha? Ich hätte auch gern so einen lavaabweisenden Kuchen. Warte, ich... Nein, hier, doch, guck mal, so. Wir müssen so einen Gang machen. Guck ja, mal. Und... Warte, hier. Und jetzt so. Fließt das doch so da zurück. Nein, ich wollte dir so einen Gang machen, dass man hier so durch kann. Was machst du? Ja, aber du musst doch erstmal da, du musst auch den Scheiß da unten reinfüllen. Oh, nein, guck mal, wenn wir jetzt hier sind, kann ich so machen und dann fließt das hier ab. Okay. Und dann kann ich hier durch. Okay. Okay. Wir machen, wie du sagst. Das war halt ein Dumpfbacke. Gefreiter. Nein! Ja. Ach guck mal, das sind hier so Dingens Guacamole-Pötte. Boah, ich liebe Guacamole. Ja, ich bin eher der Freund von Taco-Soße. Bist du nicht so ein Avocado-Fan? Nee. Also jein. Ich mag eher diesen Käse-Dip oder halt Taco-Soße. Aber Guacamole ist nicht so. Ich kenne keine Taco-Soße. Ich glaube, es gibt Dinge, die habe ich noch nicht entdeckt. Taco-Soße nicht? Diese ganz einfache mexikanische Salsa-Soße? Ach so, doch, aber dann mag ich Guacamole lieber. Also selbst gemacht und nicht so. Ach, hier so. So. Okay. Ja, guck mal, du machst das echt gut. Dankeschön. Und dafür gehen sie dem Abgrund entgegen. Wieso bin ich denn eine Ente und kann nicht fliegen? Kann mir das einer erklären? Es hört sich bei uns im Wohnheim... gibt es 3 Entenpaare, die sind zahm. Die haben sich so an die Menschen gewöhnt. Im Wohnheim? Ja, also bei uns, ich wohne ja in einem Studentenwohnheim. Ach so, und da gibt es Enten? Ja, weil wir so einen kleinen Fleet haben und da sind halt 3 Entenpaare und die sind zahm. Das heißt, sie lassen sich mit der Hand füttern und die laufen nicht weg. Das ist aber echt cool. Aber auch schön, dass die Studenten denen nie wehtun. Warum sollten sie auch? Weil Menschen doof sind. Okay, warte. Ich fütter die immer, wenn ich von der Arbeit jetzt hier komme und noch ein Stück Brot überhaupt, dann kriegen die das. Ich wollte gestern an den Teich gehen und Enten füttern und ich werf denen halt so ein schönes Stück Brot rein. Und glaubst du, irgendeine Ente hat sich dazu bereit erklärt, das zu essen? Keine einzige. Ich bin tot, glaube ich. Nee, du lebst noch. Keine einzige Ente wollte mein Brot. War das schon trocken? Nee, aber ein bisschen angeschimmelt. Aber normalerweise essen die das halt. Die sind viel zu verwöhnt, es waren nur 5 Enten auf einem Teich. Ich glaube, die kriegen viel zu viel ab. Irgendwie? Das ist nicht so dein Level, ne? Nee, überhaupt nicht. Voll gut, endlich kann ich mal was. Wie kommt man denn da hoch? Der Dings, komm mal, so soll mal herkommen, genau. Kommt man da hin mit einem Walljump? Ja. Boah, da gibt's noch viel krassere Sachen über einen Walljump. Guck mal jetzt! Jawoll! Du bist der King. Siehst du, irgendwas muss ich in diesem Level ja auch mal richtig machen. Das war's aber auch schon. Ja! So viel zum Thema richtig machen. Oh nein, jetzt hat er das ganze Ding gefressen. Das war eigentlich nicht mein Plan. Okay. Hast du B gedrückt? Ja. Sehr gut. Warte mal bitte. Oh, jetzt geht das natürlich nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr durch. Ich gehe sterben, ne? Warte kurz. Ich gehe sterben. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis der hier... Ich verstehe jetzt deinen Plan. Dann bist du schon mal eine. Oh, oh. Oh, du bist ja... Ich bin wieder ein richtig schlauer gewesen, wollte ich so sagen, ne? Auf jeden Fall. Obwohl es geht doch. Guck. Stopp! Haltet ein. Oh, ich bin tot. Okay. Oh, Dennis.
Wollen wir uns darauf einigen, in diesem Level gehört das B mir. Ich kauf's dir für den Fünfer ab. Den okay. kriegst du dann nachher beim Essen. Okay, ja, mach's einfach. Ich hab schon wieder gedrückt. Oh. Ich lass den Finger jetzt vom B-Knopf. Dennis wollte einfach beweisen, dass das vielleicht doch kann. Ich wollte einfach nur beweisen, dass ich wirklich ein Trottel bin. Falls es bis jetzt noch keiner geglaubt nein, hat. Lass es okay, okay. So, jetzt. Wo bist du denn? Hier. Komm her. Sollen wir einfach drunter durchlaufen oder wollen wir kaputt machen? Ja, kaputt machen natürlich. Wir sind ja, harte Bengel. Nee, jetzt wollen wir den Goldenen noch holen? Wo ist denn der Goldene? Hier unten. Ja klar, warte. Yeah! Wobble, wobble. Warte, warte, warte. Wie weit lasse ich den jetzt runter? Am besten ganz, oder? Oh, genau fuck. Deswegen. Ja, pass ist da ein auf. Zahn? Oh! Warte, warte, ich lasse eine ganz kleine Schicht, sodass wir uns nicht wehtun können. So? Ja. Fein. Das ist jetzt... Jetzt musst du geschickt... Okay, oder so geht's auch. Oh, guck mal, da habe ich gedrückt, aber ich hab's nicht gemacht. Oh, halt, halt, nicht so weiter, nicht weitergehen, nicht weitergehen, nicht weitergehen. Hier unten geht was. Das war zu offensichtlich, dass da was versteckt wurde. Okay. Ah, der frisst das wieder. Jetzt verstehe ich's. Warte. Nein, da kommt wieder. Nein! Dankeschön. Aber hört das denn jetzt gleich wieder auf? Warum machst du das? Ich wollte nur in den Luftstrom, aber als Ente fliegt man irgendwie schneller als normaler Globus. Aber jetzt hört das gar nicht jetzt... Hört das nicht mehr auf? Ich weiß nicht. Doch, bestimmt. Kann man den jetzt nochmal fressen lassen, wenn man das... Vielleicht hört das dann auf. Oh, es kommt... Ich hab's... Es kommt... Stellen wir uns mal lieber an die Wand. Mm. Hä, aber warum? Nee. Kann man nicht einfach jetzt alles hier oben wegfressen lassen? Ja, das war super. Hast du gut gemacht. Aber wir können jetzt dran vorbei. Also, ich. Warte. Ja. Ja, guck mal, wie du mit mir umgehst. Ich wieso komm nicht mehr wieso hinterher. Warte. Jetzt. Ah! Nee, noch nicht, oder? Das muss aufhören jetzt mal. Och, Mann. Stehen wir bis morgen noch. Aber es wird schon wieder ein bisschen weniger. Boah, ja, jetzt. Dum, 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 dum. Schön den Schwanensee getanzt. Ja? Ja, nicht. Kennst du, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, Schwanensee geht ein bisschen anders. Also, machst du Ballett? Hab ich mal. Ist aber schon sehr lange her. Das war jetzt... Das war jetzt? Habe ich wieder irgendwas Zweideutiges gesagt? Nee. Okay. So oft kommt das nun auch nicht vor. Aber du könntest mich ruhig mal... Ach so. Flop. Ja, wir müssen jetzt hier runter, ne? Mhm. Oh. Oh. Wo bin ich? Ah, ich bin tot. Wo bist du denn? Ah, du lebst wieder? Okay. Wie kommt man da denn jetzt ran? Warte, warte, ich will ran. Geh mal hoch, bitte. Ich seh doch nicht. Ich weiß nicht. Oh, Junge, jetzt geh wieder nach oben. Wie, ja, ich bin doch oben. Ja, aber ich jetzt nicht. Wie kriegt man das Ding warte, denn? Warte, ich geh. Ach so, okay. Eieieiei. Boah, war das anstrengend. Ich bin auch, ich verliere komplett die Übersicht. Ich gucke die ganze Zeit auf dich und deswegen, ja. Oh Mann. Oh, so jetzt. Sophia, du bist Globox. Sophia, du bist Globox. Oh nein, wir müssen, glaube ich. Oh nein. Oh, jetzt ist das wieder so ein Fluchtding. Nein. Okay, nochmal. Diesmal schaffen wir es.
Ist das diesmal automatisch oder müssen wir drücken? Nee, wir müssen drücken. Ach, du drückst die ganze Drucken. Aber ich glaube, das ist immer dann genau so abgepasst. Butter! Lauf! Wink, wink. Und weg war's. Ich dachte, du drückst B. Ich spiele einfach nicht mehr. Entschuldigung. So, back to normal. Wo bin ich? Da. Oh nein! Los, Globox, bitte! Stell dich nicht so an. Auf Butter lässt sich gut rutschen, habe ich gehört. Komm mal. Gar nicht so schlecht. Na, was denn? Ja. Ich glaube, es ist wieder Zeit für einen Break. Die Konzentration lässt nach und ich bin ein bisschen müde. Wirklich? Nein. Zu viele Farben? Ja, das allerdings. Und Fiesta de los Muertos. Oh. Ach cool, so. Guck mal. Moment. Auf dem nächsten Level tanzen wir auf einer Wurst. Voll gut. Ich glaube, hier geht es nur noch um Essen in diesem Level. Okay, dann schauen wir noch mal eben kurz, was wir in unserer Suitcase haben. Okay. Und dann machen wir, oh, guck mal, rubellose. Immer schöne rubellose, lose kaufen. Wir alle sind Gewinner. Ein Teensie. Ich wünschte, beim echten Rubellos wäre es auch so. Und dass man immer nur gewinnt? Ja. Das sind alles Nieten, ne? Ja. Ich glaube, die da gewinnen, das sind auch eingespannt. Das sind die Kinder von den Schaustellern. Die das spielen. Aber wir wollen ja auch nicht die Schausteller diskriminieren. Was? Wer ist da angespannt? Die Kinder, die davor stehen und sagen, ich habe gewonnen. Das sind bestimmt die Kinder von den Schaustellern. Die kriegen halt so dann die Gewinne, aber eigentlich gibt es da keine. Das ist wie bei dem Hütchenspiel. Der erste beim Hütchenspiel ist ja auch immer eingespannt. Der gewinnt dann und dann kommt der nächste und sagt, oh, wenn die gewinnen, gewinne ich auch. Gewinne ich bestimmt auch. So. Wobei die machen es tatsächlich eher so, dass du beim ersten Mal gewinnst und dann denkst du, ich setze das nochmal ein oder die bieten dir an, das zu verdoppeln und dann gewinnst du vielleicht sogar nochmal und dann beim dritten Mal, wenn du denkst, ey, jetzt hole ich mir den Jackpot, weil ich so gut bin und die sind fair zu mir, dann lassen die dich richtig. Kennen sich erstaunlich gut aus in diesen zwielichtigen Geschäften. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, für den Break. Und beim nächsten Mal erfahrt ihr mehr über unsere kriminellen Vergangenheiten und natürlich Rayman Legends. Bis dann. Genau, ciao.